stimmt. Das war der Kampf, den ich nämlich vorher vermutet hatte. Warum konnte ich da noch unten? Ah. So geht das. Hi. Nein! Ah, komm. Ich könnte eigentlich auch auf andere Gegner werfen. Sie kommt ab und zu mal so ein blaues Schein bei den anderen Gegnern. Aber nö. Was soll ich jetzt hier mit der Zeit machen? Jetzt habe ich noch nicht so ganz gerallt, um ehrlich zu sein. Muss ich ja vielleicht auch nicht. Bums! Die geben leider nicht so viel her, ne? Das ist echt nicht viel. Kann ich dich mitnehmen? Nö. Ja. Hilft mir jetzt erstmal gerade so gar nicht weiter. Das trifft, glaube ich, am besten. Vielleicht irgendwo einen Hebel übersehen oder sowas. Gargolfi kann ich auch nicht kaputt machen. Wow! Okay, das war nicht knapp. War geil, aber knapp. Irgendwas habe ich jetzt hier übersehen. Wir können mal schauen, ob wir hier vielleicht mit unserem Pfeil und Bogen irgendwas machen können. Hier sieht da auf jeden Fall nichts an. Ah, oh Gott, wie ist das so dumm? Ich bin so dumm. Ah, es tut mir so leid. Ich kann mich nicht genug dafür entschuldigen. Es ist so schlecht, ne? Es ist so schlecht. Also ich bin so schlecht. Einmal runter. Hui, war knapp. Blub. So, eine noch. Dann haben wir noch ein bisschen Magie mehr, wäre auch echt gut. Die Frage ist, welcher hat er jetzt alles gemacht? Oh Gott! Nein, bleib hier! Das muss ich jetzt ohne machen, oder was? Oh Gott, war das knapp! Himmelarsch! Ah, es ist... Ah, ich bin so dumm. Ach, ja. Ich will einfach schon mal ein bisschen was ausgeben. Im Moment steht jetzt nicht mehr 9000. Komm, fang schon mal an, dich zu entwickeln. So, dann gehen wir jetzt nämlich einmal direkt nach Hallings rüber. Pupp. Ja, das passt von der Zeit her. Nur nicht Pupenpferde, ne? Da habe ich nicht so viel Lust drauf. Ach! Ach, auf engem Raum kann ich auch kämpfen. Andererseits, warum mache ich mir zu schwer? Warte. Ja, jetzt ist ja kein grüner Ring mehr, jetzt ist da nämlich ein lilaner Ring. Und lila bedeutet tödlich. Keine Ahnung. Dankeschön. Jetzt habe ich dich jetzt aktiviert, oder was soll mir das jetzt sagen? Wupp. Und los geht's. Fall mir bitte nur nicht runter. Schalalala. Ah, was kriege ich denn jetzt nochmal? Was ist eigentlich ein... Der Typ, der jetzt kommt, das wird jetzt, glaube ich, kein Monster sein, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ich kann mich aber auch wirklich täuschen. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch wirklich komplett auf dem falschen Dampfer. Ah, diese Kamikaze-Bomber-Attacken von diesen Harpien, ne? Die sind... Also, die sehen gar nicht so nervig aus, ne? Aber die sind richtig nervig. Vor allem bei den Challenge of the Gods oder hier wahrscheinlich of the Titans, ne? Was man halt nach dem normalen Spiel freischaltet. Die ich euch natürlich auch wieder zeigen möchte, natürlich. Wie sollte es anders sein? Weil, wenn man dann versteinert ist, ne? Und die kommen dann mit so einer Scheiß um die Ecke. Alter Vater, das kann echt nerven.
Wo man dann irgendwie so in den letzten zwei Sekündchen ist, die man noch überleben muss. Ah, ganz gediegen. Okay, wir kriegen nochmal eine schöne Aufladung. Finde ich erstmal nett. Nehme ich auf jeden Fall auch mit. Und vor allem auch dankend an. So. No! That door was my only escape. I have faced test after test in search of the sisters. And now you have dashed it all away. You certainly do not live up to your reputation, Ghost of Sparta. But perhaps this is a test. Are you watching me now, sisters? Give me a sign! Am I, the great Perseus, to kill this fallen god to receive an audience with you? Will that allow me to bring my love back from the grasp of Hades himself? If not, at least I can bathe in the glory of being the one who brought down the mighty Kratos, the slayer of gods. Although I hardly think a harpy's fool such as yourself deserves such praise. Perseus ist es. Weil ich habe mich nämlich vertan. Ich dachte, ich kriege von dem das Vlies, weil den Helm, den er in der Hand hatte, das ist eigentlich die Tarnkappe, habe ich mit dem Vlies verwechselt. Mein Fehler. Ja, das Besondere an dem Kampf ist, wir haben jetzt ja wahrscheinlich keinen krassen Kämpfer, ne? Der Perseus mit seiner Zwille. Aber er ist unsichtbar. Und das ist natürlich dann so ein bisschen die Herausforderung. Da muss man ein bisschen auf das Wasser achten, wo der jetzt gerade zu sein scheinen könnte oder wo der gerade ist. Jetzt habe ich nämlich verloren. Jetzt reicht es aber auch. Kannst ruhig mal ein bisschen mehr bluten, Junge. Okay, jetzt ist er da hinten. Andererseits schießt du nochmal auf mich. Ich habe gedacht, der könnte, weil ich könnte den eigentlich auch einfach seine Scheiße wieder zurückschicken. Ah, der ist weggesprungen, der Sack. Komm. Also eigentlich eine ziemlich coole Idee für den Kampf. Vor allem für jemanden, der eigentlich unterlegen ist. Oder vermeintlich unterlegen zu sein scheint. Ah, hast du ein Glück. Bautz! Komm, auch ab. Ja, genau. Nimm auf jeden Fall die Tarnkappe weg. Das ist wichtig. Jetzt wird es auch um einiges entspannter wahrscheinlich. Und hau ab. Also auf jeden Fall kein allzu schwerer Bosskampf. Bisher zumindest. Was war das? Kannst du mir mal erklären, Junge? Okay, das macht jetzt keinen großen Sinn. Wobei, ich habe ihn irgendwie 20 Mal getroffen aus irgendwelchen Gründen. Du ein Glück. Hau ab. Ach, ich krieg sein Schild, glaube ich, ne? Das ist kein Item, was mir jetzt großartig... weil ich überlege die ganze Zeit, was kriege ich denn von dem? Ich kann mich jetzt nicht dran hin, dass wir uns mal irgendwann mal unsichtbar machen können. Oh nein, der Hintz hat gespoilert. Ach, ich glaube, ich brauche nur sein Schild. Ah. Oh, okay, das ging... Er lebt immer noch. Er gibt aber auch nicht auf, ne? Sondern nur sein scheiß Schild und... Ah, ich hab ihn gegen die Wand geballert. Deswegen hat er Schaden genommen. Jetzt verstehe ich. Jetzt blendet er mich schön. Bums! Schön zu dir zurückgeballert. Komm. Geh gegen die Wand.
Nein! Fuck you. Schnell, 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 schnell. Der ist echt schwach, ey. Ich kann sogar die Attacken, also jede Attacke, sogar seine Super-Attacke, meint nicht. Kann ich abblocken von dem. Das reißt aber auch langsam. Ja, das war's. Das ist aber auch nicht nett. Ist er nicht schon ertrunken? Oh Gott. You have acquired the shield of Perseus. Ist das jetzt eine Waffe? Oh, so eine große Vase. Ich will die kaputt machen. Oh. Ich will trotzdem nochmal gucken. Nee, das sehe ich hier gar nicht. Okay. Dann ist gut. Weil ich meine, das ist wirklich nur ein nutzbarer Gegenstand, um das Rätsel zu lösen. Das ist echt traurig. Ich brauche weder Energie noch Magie. Ja, war ein relativ gediegener Kampf. Am Anfang hatte ich da, also bei den ersten Malen, richtig Schwierigkeiten gehabt. Da kann ich mich noch dran erinnern. Und als ich das Spiel das zweite Mal durchgespielt habe, nach längerer Zeit, habe ich auch gedacht, als der Kampf kam, boah, nee, nicht der. Da habe ich jetzt gerade gar keine Lust drauf. Aber spätestens, ich glaube, wirklich seitdem ich das für PlayStation 3 gespielt habe, habe ich mir auch gedacht, da hast du früher so Probleme mitgemacht? Oder gehabt? Unglaublich. So, gut. Ja, ich möchte mir den nicht nur angucken. Ich dachte, da steht jetzt noch irgendwas, aber ich kann irgendwas mit dem machen oder so. Egal. Ich schätze mal, das können wir hier nämlich einmal das Schild dahin ballern. Zack. Jetzt müssen wir gleich schnell genug sein, glaube ich. Also in Kombination mit ihmchen hier und dem goldenen Vlies. Nein! Es hat funktioniert noch. Gerade ebenso. War eine knappe Geschichte, gebe ich zu. Aber es hat funktioniert, das ist die Hauptsache. Will mein Schild wieder haben. Und darf ich mein Schild nicht wieder haben. Mann. Egal. Gut, ja. Da sind wir heute schon wieder recht weit gekommen, weil ich wollte jetzt eigentlich wieder aufhören. Bis zu Perseus und seinem Schild, was wir jetzt auch eigentlich gut nutzen konnten, um weiterzukommen. Wir haben Eureale besiegt. Wir haben neue Gichter kennengelernt heute. Wir haben eine fette Schatztruhe gefunden. Haben jetzt unseren Chronos Rage auf maximalem Level. Und können jetzt mit gutem Gewissen wieder die Athena's Blades weiter aufleveln. Aber wenn wir die beiden Sachen haben, dann sind wir eigentlich schon ganz gut ausgestattet erstmal. Weil der Chronos Rage, der ist jetzt nicht nur dafür da, um halt eine fette Combo zu bekommen, sondern der hält die Gegner auf und der zieht auch gar nicht mal so wenig Energie ab, offensichtlich, ne? Was wir dann mit unseren Erfahrungspunkten machen, ja, mal sehen, ne? Gut, ja, wie gesagt, da würde ich jetzt hier für heute erstmal aufhören. Weiter geht's dann, wenn wir hier den steinigen Aufgang hochklettern, hochlaufen, wie auch immer. Und ja, dann vielleicht dann ja irgendwann mal doch mal so Richtung Schwester mal ankommen werden. Weil der Weg ist schon ganz schön lang. Ne? Wir sind schon im zweiten Atrium-technischen Gelöt gewesen. Eureale haben wir schon besiegt. Wie gesagt, ob sie zu den Schwestern gehört. Ich versuche nachzugucken, direkt im Anschluss, ob es eine von den drei Schwestern ist. Auch wenn ihr mir das schon längst beantwortet habt. Und ja, wir haben auf jeden Fall noch einiges vor uns. Das kann ich euch schon mal verraten. Gut, ja, euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend, schönen Tag, schön was auch immer. Und ja, bis zum nächsten Mal dann, ne? Tschüss.